Weihnachtsmann, Weihnachtsmann. Lötje Knebel, Königmann. Fürchte Särgen hab ich nicht. Liebe Weihnachtsmann, vergeht mir nicht. Hallo, hier bin ich dann mal wieder, euer Amos aus Ostfriesland, mit einem plattdeutschen Eingangsgedicht. Das Gedicht handelt von einem kleinen Jungen, der den Weihnachtsmann bittet, dass er nicht vergessen wird. Man kann fast glauben oder denken, dass es uns Milchviehhaltern genauso geht. Wir ringen um Wertschätzung, nicht nur was die Milchpreise angeht, sondern auch um Anerkennung, was unsere Produktionsmethoden angeht. Und auch um Wertschätzung, was unsere Leistung, nicht nur für die Lebensmittelsicherheit, sondern für das ganze dörfliche Leben und damit für den ländlichen Raum angeht. Ich wünsche mir für 2022, dass wir genau das besser umsetzen können, dass wir Mittelpunkt des Geschehens sind und eine hohe Anerkennung bekommen. Ich wünsche mir bessere Preise und ich wünsche mir als Familienvater, dass meine Familie, wie auch eure Familie, natürlich gesund bleibt. Und wir all das, was um Corona herum sich so getan und tut, ja, wir ganz schnell vergessen können und wir wieder uns darauf freuen können, gemeinsam zu feiern, Spaß zu haben, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und ich möchte mich auch im Rahmen aller ganz herzlich bedanken für dieses tolle Jahr. Für mich war dies mein YouTube-Jahr ein bombastisches Jahr. Der 200. Film und viele, viele Eindrücke, die ich wieder gewonnen habe. Und darum freue ich mich schon auf das nächste Jahr und bin schon ganz gespannt, was dort so für Herausforderungen auf mich und unser ganzes Team waren. Ich sage Tschüss für dieses Jahr und ich wünsche euch frohe und gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2022. Und ich bin mir sicher, dann sehen wir uns voller Begeisterung wieder. Euer Amos aus Ostfriesland. Bis dann. Tschüss.